Wenn ich mir damals vorgenommen hätte, ich möchte bei der WM Erster werden und hätte es WM gesagt, wäre das, hätte jeder gesagt, das ist Nonsens, das geht niemals. Ne? Aber mit diesem Film habe ich mir so ein bisschen offen gelassen, wo der Weg wirklich hinführt und habe aber wirklich trotzdem so einen starken inneren Antrieb gehabt. Ich habe dann einfach angefangen und gelernt, groß zu denken. Das war vorher nicht so. Und dann hat es angefangen mit, naja, jetzt habe ich es nach London geschafft. Wieso soll ich es jetzt eigentlich nicht nach Dubai schaffen oder nach Spanien oder nach Hollywood? Ich habe es einfach gemacht. Wir sind in der Tötungszone für mehrere Stunden. Wir arbeiten auf der Bombe, in der Bombe. Wie machen wir das? Emotionen dürfen keine Rolle spielen. Jeden Tag für sich Gutes tun und wenn es nur 10 Minuten sind, einfach für sich Zeit nehmen, in sich hineinhören. Es geht schon darum, sich selbst auch wichtig zu nehmen. Für mich ist halt so, wie jetzt mein Leben aufgebaut ist, der Sport einfach das ganz essentielle Thema. Und wenn ich meine Ziele halt erreiche, dann hat das viele Auswirkungen für die Zukunft, positive. Ich setze mich nicht unter Druck, aber ich mache mir bewusst, dass meine Ziele zu erreichen für mich und für meine Mitmenschen einfach viele positive Auswirkungen hat.